nicht vollständig einsatzbereit. So lautet das Urteil der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Eva Hügel, über die Bundeswehr. Nach wie vor seien substanzielle Verbesserungen bei Personal, Material und Infrastruktur nötig. Das geht aus Hügels Jahresbericht 2023 hervor, den die SPD-Politikerin am Dienstag in Berlin vorstellte. Ich muss leider feststellen, die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig. Es fehlt an Munition, an Ersatzteilen, an Funkgeräten, es fehlt an Panzern, an Schiffen und an Flugzeugen. Dennoch gehe es voran, sagte Hügel. Die Zeichen der von Bundeskanzler Olaf Scholz verkündeten Zeitenwende seien sichtbar. Fast zwei Drittel des Sondervermögens mit einem Gesamtvolumen von 100 Milliarden Euro seien mittlerweile vertraglich gebunden. Laut Wehrbericht hat die Bundeswehr aber nach wie vor ein enormes Personalproblem. Zum Thema Personal habe ich keine guten Neuigkeiten und keine guten Botschaften, denn die Bundeswehr altert und schrumpft. Wir hatten zum Jahresende 181.514 Soldatinnen und Soldaten, davon 24.380 Frauen. Das sind 13,43%. Insofern begrüße sie, dass die Diskussion über eine neue Wehrpflicht an Fahrt aufnehme, sagte Hügel. Das Thema Personal sei ganz deutlich auf der politischen Agenda angekommen. Hügel betonte, zusammen mit den Partnern sei die Bundeswehr in der Lage, ihren Verpflichtungen zur Landes- und Bündnisverteidigung nachzukommen. Es sei wichtig, der Ukraine zur Verfügung gestelltes Großgerät so schnell wie möglich wiederzubeschaffen. Die Bundeswehr stehe aber dazu, der Ukraine das zur Verfügung zu stellen, was sie in ihrem Abwehrkampf gegen Russland benötige.